Nee, ich dachte, ich stand jetzt mit meinem Stuhl auf dem Kabel. So, aber apropos Kabel. Ich werde hier mal mein Handy verkabeln. Oh Gott, hoffentlich kippt das Stativ nicht um. Das ist nämlich nicht im, wie heißt das, nicht ausgeglichen, ausgewogen. Es ist so ein Dreibein-Stativ. Und ein kurzes Bein steht auf dem Drucker, ein langes Bein daneben steht zwischen also hinterm Monitor, zwischen Drucker und Monitor. Und das dritte Bein, das steht nicht, das hängt einfach nur in der Luft. Und weil halt das Licht und das Handy mit Hülle natürlich alles vorne an dem Stativ ist, ist er dann kippt es so nach vorne. Und da habe ich jetzt einfach das so hinterm Monitor gestellt. Und der Monitor sorgt eigentlich dafür, dass das die ganze Apparatur nicht umkippt. Aber es geht. Aber so habe ich halt wenigstens den Chat und das Spiel hier auf dem Schirm. Habe ich es richtig an? Jawohl. Aua, knackt gleich die Schulter. So, währenddessen, ich habe das ja hier ein bisschen noch laufen lassen, habe ich nicht nur ein paar Ruinen bekommen, sondern auch ist die... Ja, welches denn? Das in der Mitte. Ist die Ölindustrie auf Stufe 3 geklettert? Ich sag mal so, ich finde es sehr, sehr schade, dass halt das so ausgelutscht wird und ich dann halt das so schön aufbaue und dann muss ich es irgendwann eh wieder wegreißen, weil halt es nichts mehr gibt. Ist ja in der Natur auch so, nur dass es halt etwas schneller geht. Und mal gucken, vielleicht werde ich dann hier irgendwie was anderes Schönes hinmachen. Ich habe dazu bekommen. Eine große Ölpumpe, weil bisher habe ich ja nur die kleinen. Die kleinen können sich auch gleich verabschieden. Obwohl, die lasse ich da mal noch, aber... Solange die noch nicht meckern, lasse ich die mal noch. Und baue hier aber... Oh, ich mache die mit hier hin. Die hat nämlich einen größeren Radius. Zack. Dann würde ich hier mit einer Industriestraße... so ein bisschen reingeben. Und da noch was hinbauen. So. Dann habe ich noch hinzubekommen. Die haben wir schon. Die haben wir auch schon. Haben wir schon. Steht auch. Und ein Industrieriesenspeicher. Zwei kuppelförmige Behälter zum Lagern von Rohstoffmaterialien der Ölindustrie. Aber die baue ich nicht auf, weil die brauche ich nicht. Mein Lager ist sehr gering. Quatsch. Profit macht sie noch. Plastik stellt sie her. Ich muss importieren. Nein. Nein!
Muss ich immer noch importieren? Nee. Was mir aber noch in den Sinn kam, war ja hier hinten. Ach, Glas war es. Glas. Und hier war es Plastik. Habe ich jetzt alles? Könnte ich anschalten. So, Gewerbegebiet ist noch, wollen sie haben. Kriegen sie. Bitteschön. Ich überlege halt hier gleich zu verbinden. Kann man ja so machen. Jeden Winkel nutzen, der geht. Dann brauchen sie bestimmt auch Wasser. Ah, meine Abwasserklärung, die... Da muss was getan werden. Die Ölindustrie, die schluckt wie Sau. Reicht das eine? Ja. Super. Sieht aus hier. Bei Hembels. Tschüssi. Ihr seid frei. Dürft neue Häuser bauen. Ja, ich habe schon überlegt, oder kam mir gerade so in den Sinn, wenn das Ölindustriegebiet da hinten dann ausgelutscht ist. Ich meine, man könnte da auch einen Campus hinbauen. Man könnte da die ganzen Freizeitaktivitäten hinbasteln. Passt dich irgendwo dazwischen. Schade.
ganz. So. Ist schon ganz schön gut besucht. Muss man ja mal sagen. Warten hier, da war's. Das ist nicht so. Schon ganz schönes Gewusel. Ja. Tourismus und Freizeit. Könnte man ja eigentlich auch hier mit hinklatschen, hier so ein bisschen, oder? Was war denn das hier? Gewerbe. Ja, dann nehme ich einfach dieses Viertel. Scheiße, sind das das Richtige? Tourismus bin ich jetzt gegangen. Jetzt bekomme ich noch ein Park-Nebentor, einen Platz im Park, einen Park-Infostand, ein Parktoiletten und ein Park-Café.
bestimmt zu groß, was ich hier mache. So, das sind nur so kleine Deko-Accessoire-Dinger. Angeln konnte man doch hier so. Echt mit guter Anbindung. Den Jetski-Verleih können wir eigentlich direkt daneben packen, wa? Den Yachthafen. Auch. Was ist da noch hin? Der ist aber ganz schön groß, du. Knall ich das mit hier rein?
Das hier ist auch nicht so richtig verbunden. So, jetzt habe ich hier noch jede Menge freigeschalten bekommen. Freizeitpark, Nebentor, ein Souvenirladen, ein paar Toiletten, ein Spielstand, noch ein Spielstand, ein Karussell, ein Freizeitparkcafé, Platz mit Freizeitpark. Cool. Ach. Das könnte man eigentlich hier hinbauen. Das waren jetzt ein, das war jetzt ein Freizeitpark-Café. Ein Souvenirladen, da passt da nicht rein. Schade. Das können wir direkt neben dem Café machen. Toiletten. Passen die hier rein? Schade. Ah, die kann man ruhig hier hin basteln. Dann noch ein Spielstand. Den nächsten packen wir gleich daneben, oder packe ich den hier hin? Das Karussell. Für den Rest muss ich erstmal warten. Hier sind so kleine Deko-Artikel. Die bringen mir aber nicht, das ist halt nur für hübsch. Wow, es gibt sogar noch ein Naturschutzgebiet. Hier ist noch ein Zoo. Die möchte ich auch gleich mit dahin pappen. Den kann ich eigentlich gleich hier mit hin tüdeln, war.
So. Ein Elch- und Rentiergehege, Zoo-Nebentor, Souvenirladen, Antilopengehege, Toilettenvogelhaus, Zoo-Café und einen Zooplatz. Sicherlich. Ein Nebentor könnte man hier unten noch hinpacken. Genauso wie den Platz. Das Zoo-Café. Passt hier hin. Müssten eigentlich bald Strom haben. Oh, so scheint wohl doch etwas größer zu sein. Naturschutzgebiet kann man ja im Industriegebiet machen, wa? Nein. Ah, guck mal. Das Maskottchen. Ach, wie niedlich. Alligator-Maskottchen. Das sind aber viele Maskottchen. Ich mache mehr Ausgaben als einer. Werden immer noch Industriegebiete benötigt. Mensch. Scheint es auch eine große Sterbewelle zu geben. Ich muss mal gucken, was das Ärzte Dingsbums macht. Oder kommen die Leichen nicht hinterher? Leichenfahrzeuge. Ja.
Gesundheitswesen ist gut. Ja, deswegen keine Abdeckung. Bitte schön. Hier unten schaut es ähnlich aus. Die Müllautos kommen auch nicht hinterher. Soweit alles schick. Hier ist verwelktes Unkraut. Ja, es ist wegen den Leichen. Aber hier war jetzt abgedeckt, oder? Sollte sich jetzt entweder einpendeln wieder mit den ganzen Toten oder aber es wird abgerissen, weil die nicht hinterherkommen. Eins von beiden. Voll die Abrissparty wieder. Jetzt, hier ist noch was. Zack. So viel. Ja, ich glaube, die kommen gerade nicht so hinterher. Wenn ich das mal hier ausschalte. Ja, doch ein bisschen. Es dauert halt.
brauchen sie Geduld. So, ich wollte eigentlich hoch zu meinem Industriegebiet. Und mal gucken, was die Ölvorkommnisse da sagen. Nicht genügend Rohstoffe. Was sagt mein Hauptgebäude? Na, wenigstens mache ich Gewinn. Aber ich muss sehr viel importieren. Und das mag die Pippi nicht. So. Ja, hier ist schon alles ausgelutscht. Dann kann das weg. Und hier auch. Ist das eine kleine? Nee, das ist ein Bohrturm. Komm. Dann wanderst du mal bitte ein Stück. Haben die da oben keinen Strom? Wie weit ist es denn noch bis zum Die ballern wir hier hin. Geht ja gar nicht. Dann halt hier hin. So. Dann war noch mein Gedankengang hier hinten. Wie schaut es da aus? Hier mache ich 3000 Umsatz. Mehl- und Tierprodukte sind so weit in. No. Dem fehlt es hier an Rohstoffen. Ja, Plastik, weil Öl halt hinterherhängt. So erzmäßig und so ist ja hier nichts, ne? Ach, was will ich denn bei Verkehrsrouten? Ah, doch da, aber da komme ich nicht hin. Dann würde ich sagen, kann dieses Gebäude hier auch auf Wiedersehen sagen.
Ich muss heute noch einkaufen. Das gefällt mir gar nicht. Oh. Ah. Komm ich da ran? Go, go, ganz schön langer Arm. Ah, ich hab's. Einmal zu 15 Uhr hole ich aus dem Nachbarviertel ein paar Garnelen ab. Für mein weißes Aquarium, da sind ja gerade mal 20 Tierchen drin. Das ist ein bisschen wenig, deswegen kommen dann nochmal 20 Tierchen dazu. Und im gleichen Augenblick gehe ich dann halt auch gleich einkaufen. Rausgehen. Das sind andere Menschen. Warum? Nicht, dass ich wieder mal erwische. Ja. Nicht, dass ich mich hier ein bisschen... Ach, jetzt steigt's. Okay. Oh, ich hatte schon Angst. Aber mehr sind es jetzt hier auch nicht geworden. Nö, ne? Nee. Hab eben das YouTube-Video gesehen, wo du sagtest, du hast nur mal geguckt. Dachte, okay, guckst auch mal so.
Ja, nur mal gucken, ne? Nur mal gucken, kennt man doch. So, Buslinie 1 war das. Buslinie 2. Der ist halt mega viel. Vielleicht doch mehr Fahrzeuge. Einfach mal beobachten. So, Buslinie 3. Oh, aber das geht noch. Die 4. Da kann man ruhig mit der Zahl runtergehen. Was sagt die 5? Sind schon einige mehr, da können wir. Achso, so, da. Ist schon ausgelastet. Hier. Gut, dann die 6, ist hier. Stürmen sie in Massen. Die 7. Och, das ist ja. Die lassen wir so. Weil da können wir eigentlich auch auf 2 runtergehen. So. Die 8 ist hier. Super. Und mehr habe ich nicht. Reicht ja auch, ne? Hat sich hier schon irgendwas getan? Was sagt eigentlich die U-Bahn? Die U-Bahn. Wo ist denn das Symbol? U-Bahn 1. Ach, das ist Linie 6. Okay. U-Bahn-Linie 1. Bitte. Es ist okay. Die 4. Was ist das hier für ein Durcheinander? Ist schon ein bisschen mehr. Da würde ich auch gerne erhöhen wollen. 5. Hier sieht man auch das ganze Bowling. Aber hier sieht man gleich, dass die Zahl schlagartig runtergegangen ist. Könnte man ruhig noch mal um eine erhöhen?
Lass ich erstmal so, das kann sich dann ja erstmal einpendeln. Das war jetzt die U-Bahn-Linie 4. Die U-Bahn-Linie 2. Sieht ganz, mein Kabel, sieht ganz human aus. Ja, ich habe mir auch Parklife geholt. Ich habe mir Green Cities, Industries, Campus, Parklife und After Dark geholt. Nur mal gucken. Nur mal gucken. Ich habe auch schon Zoomania gesehen. Das interessiert mich ja auch. Das sah zumindest ganz interessant aus. Genauso wie Sims 4. Aber ich will jetzt nicht alles mit einmal. Ich habe zwar viel Freizeit, aber ich möchte mich ja auch auf ein Spiel erstmal so ein bisschen konzentrieren. Und dann mal gucken. Ich hatte mir halt auch schon mal überlegt gehabt, das ein oder andere Spiel hier zwar live zu streamen und das dann später, also halt bei YouTube dann hochladen, aber auf privat setzen und das dann dort, um mir halt zukünftige Arbeit beim Let's Playen zu ersparen, das dann einfach als Let's Play rauszuschubsen. Bin ich mir aber noch nicht ganz so sicher. Hier fährt ja gar keiner. Es interessiert hier einfach gar niemanden. Aber für diese paar Leute lasse ich es. U-Bahn-Linie 5 war das. Das ist die letzte. Da fahren auch nicht so viele mit. Da reicht ein. So, wie sieht es mittlerweile hier aus? Ist okay. Ja, es ist erheblich runtergegangen. Oben sieht es immer noch gut aus, aber hier unten. Ich gucke auch nochmal. Was ich dir auch sehr empfehlen kann, ist Planet Zoo oder Planet Coaster. Planet Coaster komme ich nicht so ganz klar, das habe ich sogar. Habe ich auch schon probiert, aber Alter. Ich schaffe es nicht, die Fahrgeschäfte zu bauen. Also irgendwie, es hat mich mehr aggressiv gemacht als alles andere. Und dann dachte ich mir so, nee, jetzt bin ich bockig, jetzt möchte ich nicht mehr. Planet Zoo, ich habe heute, oder was, hieß das Planet Zoo oder hieß das Zoomania? Ich weiß das gar nicht mehr. Da hatte ich jetzt in der Tat überlegt, ja. Sieht's. Wisst ihr was? Ich mache hier nochmal um 1 höher. So. Sieht schon humaner aus. Also wenn ich das halt richtig kapiert habe, das sind halt Haltestellen. Das sind die U-Balken, die sich fortbewegt. An dieser Haltestelle stehen 6, 27, 8, 21 Passagiere. Die U-Bahn erfasst 150 Passagiere und drinnen sitzen aktuell 38. So, jetzt fährt die dahin und jetzt müssten welche einsteigen, falls die überhaupt mitfahren wollen. Siehst du? Du bist doch immer Akku. Ja. Außer zu den anderen 5%, da bin ich's nicht.
Aber Planet Zoo ist von denselben Macher wie von Planet Coaster. Das heißt, die Steuerung ist ähnlich. Vielleicht komme ich dann mit Planet Zoo auch nicht klar. Das wäre dann doof. Ist da noch Platz bei den 5%? Geht noch. Oh, wo war ich denn jetzt? 4, 4, 4, 2. Ach, hier lenkt mich ganz ab. Ach, hier ist es eigentlich ganz ausgewogen. Das ist okay, so das lassen wir so. Ich bin aggro beim Schlafen, aber nur wenn du neben mir liegst. Dann bin ich aber volle Kanne aggro. Dann will ich meine Ruhe haben, weil ich möchte auch gerne schlafen wollen und nicht nur du. Ah, oh, schön. Ist bestimmt bald eine Ruine. Wenn es weiter so geht. Hallo. Ja, wofür den? Ich verstehe das mit dem Workshop auch nicht. Also bestimmt, weil ich das jetzt hier erklärt habe, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das habe ich selber rausgefunden, gerade eben. Ich wusste das vorher auch noch nicht. U-Bahn-Linie 2, jetzt gehe ich mal in die 5 rein. Aber da war ja. Genau, deswegen fährt da auch nur eine. Und hier fährt deswegen auch nur eine. Oh. Oh. Der Workshop bei Steam für Sachen in den Spielen. Ich habe schon mal mit dem Custom... Was halt diese verwechsel ich das jetzt mit den Mods? Bei Mods bin ich hin und her gerissen. Einerseits würde ich schon gerne, andererseits ist wie schieben. Also hier sollte ich definitiv mehr U-Bahn reinknallen. 7? Das habe ich ja völlig übersehen. Ist ja kein Wunder, dass die Leute sich hier die Füße in den Bauch stehen. Ich habe immer so hier oben hingeguckt, für 3 Leute. Scheiße, da unten geht es ja noch weiter. Du musst dir das mal real vor Augen halten. Da stehen 690 Leute in einer U-Bahn. Stell dir das mal real vor. Die U-Bahn wäre voll. So viele würden gar nicht reinpassen, oder? Alle wie so Ölsardinen. Weil sie sagte, sie hat bei Planet Coaster Probleme mit den Erstellen der Fahrgeschäfte. Deswegen, da es mir nicht anders geht, wollte ich mal... Ach so, meinst du das? Ich dachte bei Cities, dass ich hier irgendwie so einen Workshop mitgemacht habe. Ach so. Ja, das könnte man sich durch den Kopf gehen lassen. So, ihr hat es schon abgenommen. Lasse ich das jetzt mal noch ein bisschen einspielen. Ich gucke hier nochmal die anderen durch mit dem Runterscrollen. Hier gab es gar nichts zum Runterscrollen. Hier gibt es auch nichts zum Runterscrollen. Hier gibt es was, aber das ist okay. Die paar Hansis. Naja, ich bin mal am ersten Mal. Am 1. Mai in Berlin mit der U-Bahn und S-Bahn gefahren. Da waren auch gefühlt 500 Leute. Ja, das geht mir jedes Mal so. Die 2 sieht auch ganz gut aus. Die 5. Ja. Da lohnt sich eigentlich nicht mal eine Bahn.
Die kann vorne beim Schaffner mitsitzen, nee, beim Lokführer. Und das war gerade die, die ich hier so immens erhoben hatte. Die lasse ich jetzt trotzdem erstmal so. Oder? Ich baller die nochmal hoch auf 10. So. Und dann gucke ich bei den Bussen, ob ich da diesen Fehler... Aber Zufallestationen brauchen länger, bis die abgebaut sind. Ja. Und man muss auch aufpassen, dass die ganzen... dass es kein Stau gibt, weil zu viele da umher cruisen. So, hier ist es ähnlich. Hier oben sieht es ganz gut aus. Dann ist da einmal voll. Und bei Cities gibt es im Workshop viele geile Tools, zum Beispiel einen für den Verkehr, um Ampeln zu deaktivieren oder um die Straßen anders einzuteilen. Und das meinte ich, das sind für mich Mods und damit möchte ich halt nicht arbeiten wollen. Und Ampeln kann man auch so, dazu braucht man keine Mod. Jo. Oh. Ist das schon eine Demo oder warten die hier? Oh, ich will es ja nicht gleich übertreiben. Ampeln kann man hier bei Verkehrsrouten und dann auf Kreuzungen und dann hast du, Mensch, hier eine Ampel und wenn du da drauf klickerst, haut doch mal ab, Mensch. Kreuzungen und dann kannst du da drauf klickern und dann ist die Ampel weg und gegebenenfalls kannst du hier auch Stoppschilder hinmachen. So, Libüs. Bei welchem war ich denn jetzt stehen geblieben? Bei der 2, oder? Naja, wo sind ein bisschen viel, oder? Ich bin ja schon bei den 900, oder wie viel waren das da aus den allen Socken gefallen? Nicht 41, machen wir 40, ist eine schöne Zahl. 40 ist eine schöne Zahl. Das Einzige, was ich halt noch an diesem Mod auch so geil finde, ist halt... Alter! Wenn die hier das Ding wenigstens mal besuchen würden, das machen sie aber nicht. Aber es entlastet wenigstens ein bisschen meinen Verkehr, hoffentlich. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Was noch ein Tipp zur Fahrzeuganzahl? Immer die maximale Prozentzahl einer Zahl verwenden, da dadurch bietet die Station, wo diese entlangfahren, mehr zufrieden. Ach so, das wusste ich gar nicht. Also muss ich das jetzt hier hochballern? Ah, das ist doch ein bisschen zu viel. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? War jetzt die 3, es kommen die 4, da fahren nicht so viele mit. Nö. Nein, beispielsweise nicht 6 von 6, 29%, sondern 6 von 6 mit 34%, also kurz vor 7. Hä? Was siehst du das mit den Prozenten?
Budget. Das Ding hier? Ah. Wo sind sie denn? Ach, hier. Was, hier jetzt oder was? Und dann auf... Tag und Nacht, das weiß ich mittlerweile. Und dann hier einfach mal auf maximal. So. So. Hier? Nee, oder? Ich raff's nicht! Nicht das Budget maximieren. Nee, mache ich nicht. Hab ich gar nicht gemacht. Zack, warte, warte, warte. 100. Zack. Und 100. Ja, das war nämlich auch mein Gedanke, dass es zu teuer wird. Aber dann raff ich es immer noch nicht, was er meint. Weil das habe ich nämlich gedacht, dass er das meint. Er versucht es doch mal im einen Text. Sprech am besten so, als würdest du mit einem Behinderten reden, damit auch ich es kapiere. Wo war ich denn jetzt? Hier unten. Dann würde ich Bilder versenden. Soll ich jetzt... du hast nicht so viele Buntstifte, um mir das zu erklären. Also. Also klingt schon mal gut. Bin ich ja mal gespannt. Die 5, die 6. %91. Das wird ein längerer Text. Das ist nicht so schlimm. Hauptsache, ich kapiere ihn dann. Hoffentlich kapiere ich ihn auch. Bin ja... stehe ja öfters gerne mal auf dem Schlauch. Erklären kann auch nicht jeder so richtig. Das, wenn man irgendwas erklärt und man das dann nicht versteht, ist es ja dann auch manchmal so, man muss einfach andere Worte benutzen, weil es bringt nichts, wenn du... Mir fällt jetzt auch kein Beispiel ein. Wenn du deinen Text quasi 5-mal wiederholst und der wird nicht verstanden, dann kannst du den auch 6-mal wiederholen, dann wird er trotzdem nicht verstanden. Man kann das aber mit anderen einfach andere Worte benutzen oder einfach ein bisschen umdenken und das dann anders versuchen zu erklären, dass man es halt versteht. Es gibt dann auch so die Fraktion, die dir dann einfach lauter erklären,
Aber man ist ja nicht taub. Man versteht es einfach nur nicht. So, der Text. In der Linienübersicht unter Fahrzeugzahl ändern. Die Leiste rechts davon ist eine Prozentzahl, darunter die Fahrzeuganzahl. Den Regler auf die gewünschte Anzahl schieben, aber dann so weit bis kurz vor den weiteren Fahrzeug, beispielsweise 6 von 6. Bei dem Bus. Hier. So. Unten bei Fahrzeugzahl ändern. Das wäre dann hier. Rechts davon ist eine Prozentzahl. Die hier. Darunter die Fahrzeuganzahl, das wäre die hier. Es fahren gerade 43 von 43, für uns fahren es gerade 42 von 43. Ja, da füllt die Chip die Musik. Alles so mit Popcorn. Wird sie es kapieren oder wird sie es nicht kapieren? So, darunter die Anzahl der Fahrzeuge. Den Regler auf die gewünschte Anzahl schieben. Das wäre dann das Ding hier. Aber dann nur so weit. Müsste ich hier irgendwas verschieben eigentlich? Ja. Würde sich dann sogar direkt lohnen. Ja. Kurz vor der Anzahl 44. Ich bräuchte auf jeden Hups, auf welche Richtung. Ja, aber da ändert sich doch die Prozentzahl gleich direkt. Aber auch 44 würden hier nicht reichen, wenn ich hier sehe, dass hier 900 noch was Leute sind. Also da würde ich hier schon mal das so machen. Ja, die Linie ist sehr lang. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das auch gerade nicht besser wird. Wo wollen die denn alle hin? Kann man das sehen? Wo ist denn das? Hier. Es ist einfach nur noch ein Brei ist hier. Der Verkehrsstau lässt auch ein bisschen zu wünschen übrig. Die rennen einfach durch die Autos. Scheiß drauf. Hauptsache ich krieg den Bus und kann hier nochmal 3 Stunden warten, bis ich mitfahren kann. Mindestens 7 Züge. Aber das ist eine Busstation. Das ist halt der Nachteil. In einem Bus passen halt nur 30. Vielleicht sollte ich hier eine U-Bahn hinbauen. Da passen wenigstens 150 rein. Hier ist der Bus. Der sowieso schon fast voll ist. Wo geht denn die Linie eigentlich hin? Wir verfolgen die mal. Ich beiß erstmal dem hässlichen Ding hier das Ohr ab. Ja. Einmal durchs Industrie. Nee. Das ist nicht Industrie. Gewerbe. Dann nochmal Gewerbe. Das hier ist Expo und Stadion. Oh, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Hier lang, hier runter.
Nur die Infoansicht? Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Mensch, da. Ach Mensch, ja danke. Ja, ich verwende dieses hier drüben sehr selten. Wo war ich denn jetzt? Ich habe einen Faden verloren. Scheiße. Ich weiß noch nicht mal, was das für eine Linie war. Die Vor-, Hinter-, ins Gewerbegebiet. Oh, scheiße, ich habe auch die Richtungen geändert. Ich habe mich in meiner eigenen Stadt verlaufen, scheiße. Da halten schon mal Busse. Ist das hier die Station, wo hier die 5 Trillionen Menschen waren? Ist die Buslinie 2? Das könnte... Nee, das sind sie nicht. Ah, hier fahren auch ein Haufen mit. Das könnte man auf jeden Fall auch nochmal erhöhen. Da ein Bus reicht. Komm, verfolgt Mama. Dann machen wir das noch ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ob das vor dem Gewerbegebiet... Ich habe ja nicht nur ein Gewerbegebiet. Geht das noch schneller? Da sind schon 5 Trillionen Menschen unterwegs. Da! Da ist es! Zack! Wo bin ich denn? An einem Kreisel? Ich glaube, mein... Nee. So rum ist meine Map richtig rum. Also an dem unteren Kreisel. Ich darf es nur nicht vergessen. Bus, fahr nicht weg. Also, sollte ich irgendwann mal diese Stadt umbauen oder eine neue Stadt bauen, werde ich wesentlich mehr mit Fußgängerbrücken bauen. Da war auch eine Menschenansammlung. Ich glaube, da war eine U-Bahn. Ich bin mir aber nicht sicher, das war links. Da ist auch noch mal ein Haufen People. Da stehen auch ein Haufen. Bleiben auch immer noch welche stehen. Nicht abhauen. Ja, es gibt Gehwege. Nee, es gibt Gehwege. Und ich habe sogar noch mehr Gehwege bekommen durch die DLCs. Jetzt haut der Bus ab. Mensch. Bus! U-Bahn ist auch gut gefüllt.
Man kann denken, dass nichts passiert. Ich will jetzt meine Maus nicht bewegen. Ich muss, damit ich was sehen kann. Ja, ich kann Straßen hochlegen und unterirdisch, das war auch schon mein Gedanke gewesen. Gerade so eine fette Autobahn einfach mal unterirdisch lang, damit es oben drauf ein bisschen humaner ist. Mein U-Bahn-Netz ist auch eine Vollkatastrophe, was das Bauen betrifft. Aber eins nach dem anderen halt, ne? Ich kann nicht, guck mal, ich habe jetzt das Öldingens angefangen. Ich habe hier Freizeitparks, Zoo und noch ein anderes noch am Laufen. Das sind schon vier Dinger. Wenn ich jetzt noch anfange, gleichzeitig an der U-Bahn rumzubasteln, ich glaube, das würde mein Gehirn überfordern. Warum verfolge ich denn hier den Bus nicht mehr? Nehme ich halt den. Aber ich kann ja auch nochmal hier schauen. Das ist eine Vollkatastrophe. Am Anfang, das ist der Text. Am Anfang lernt man immer und macht es nachher dann besser. Zumindest versucht man es. Ja, das stimmt mit dem Lernen. Ja, genau, genau. So, 70 Busse fahren hier lang. Wisst ihr was? Ich klapp das jetzt hier mal hoch. 120 ist eine schöne Zahl. Mal gucken, ob es dann hier besser wird. Buslinie 2 macht es auch nicht. Ich habe hier halt so eine riesen. Vielleicht ist es echt besser, dass ich da, ob ich da nochmal eine U-Bahn hinbaue. Ich muss ja sagen, guck mal, das ist jetzt meine allererste Stadt, die ich hier baue. Und da, das ist klar, dass man dann Anfängerfehler macht, dass man nicht alles richtig macht. Die 3, die 4. Ich finde dafür, dass ich zum ersten Mal hier so eine Stadt baue, läuft es zumindest einigermaßen gut. Ich sollte aber dennoch mein... Grün und Blau nicht außer Acht lassen. Alter, Gehirn voll am Einschlafen. Gewerbe und Wohngebiete. 43, aber es ist gut. Ist gut. Hier oben ist ein bisschen viel, aber ansonsten ist gut. Mach mal 30. Mal gucken, was das wird. Buslinie 6. Ich glaube, unten war ja dann nicht mehr so eine Vollkatastrophe. Na komm, dann machen wir auf 20 hoch. Guten alten Nachfragebalken. Was meinst du mit Nachfragebalken? Ah, guck mal, hier reicht doch auch eine.
Hier sieht man das ganz deutlich, was du meintest mit dem 6 von 6 und dann, ich habe die Prozentzahl nicht mehr im Kopf. Jetzt finde ich es auf die Schnelle auch gar nicht. Ach hier. Nee. Hier, 6 von 6, 29%, sondern 6 von 6 mit 34%. Das ist bei dem hier, ich glaube, ich habe es kapiert, bei dem hier ganz gut zu sehen. Ich habe hier halt eine 1 und die 1 kann ich halt hier im Prozent nach oben steuern. Und da halt aufs Maximale gehen, bis es auf die kurz vor die 2 schlägt, also nochmal 1 runter. Das ist ein bisschen Balanceakt. Und dann so. Na? Ich glaube, ich hab's gejuckelt. So, die 8. Hier sieht's ganz gut aus, da braucht man nicht. Ach, ich kann damit die Maus rausrasieren. Ach Mensch, wie geil, das wusste ich gar nicht. Ach, ist ja cool. Und hier sieht man auch ganz gut, ich kann in den Prozentzahlen ganz gut hin und her switchen und die Fahrzeitanzahl ändert sich nicht. Achso, so rum ist nach niedrig. Warum dreht sie es nicht mehr? Muss ich da drinnen bleiben oder was? Schön für den Müll, ich bin aber gerade beim Bus. Ah, hier sind jetzt 5, hier sind 4. So, schön. Supi! Kaputt. Genau, jetzt muss ich die ganze Stadt nochmal neu machen. So, der Müll, der Müll, der Müll. Ich habe eine Mülldeponie. Wo? Habe ich auch ein Müllsymbol? Ich bin eigentlich der Meinung, ich habe keine Mülldeponie. Keine Mülldeponie. Doch, hier ist eine Mülldeponie. Ja, Mensch. Tschüss. Da war gar kein Fahrzeug in Verwendung. Und dann meckern die natürlich da unten. Aber so ein Wie ist denn eigentlich hier die Auslastung? Ich überlege gerade eins nach da unten hin zu kloppen. Die machen auch ordentlich Dreck, ne? Mensch, ich habe ja noch ein Recyclingzentrum. Habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Ich kriege ja gerade Fetteinnahmen. Schön, kann ruhig immer so bleiben. Bitte auf mein reales Konto. Verschmutzung 25 und Lärmbelästigung 10. Ich möchte kein neues Land jetzt kaufen. Ich würde das schon gerne irgendwo hier hinballern. Also natürlich jetzt nicht hier so, obwohl das bestimmt eine schöne Auslastung wäre, ja. Aber nein, das geht nicht. Das geht nicht. Auch ein Fehler, den ich anfangs gemacht habe. Die Deponien einfach abgerissen, ohne sie zu leeren. Ach, die
Kann man einfach abreisen, ohne die zu lernen? Das wusste ich noch nicht mal. Der Funke hat mir mal erklärt, wenn die voll sind, muss ich sie entleeren. Und wenn sie leer sind, muss ich sie füllen lassen. Ich habe es nie kapiert. Und, scheiße, dass ja alles voll ist. Aber kann man hier nicht so eine kleine Assi-Gegend machen? So eine kleine Drecksgegend? So ein bisschen wenigstens. Wenn du sie abreißt, ohne sie zu lernen, dann versaust du das Land, auf dem sie stehen. Ach so, aber baut sich das dann nicht von alleine ab? Komm, ich mache hier ein Assi-Viertel draus. Das Stückchen ist ja hier Green City. Einmal auch als Hochhaus und einmal als gering besiedeltes. Und hier sind ganz normale Hochhäuser. Also das ist halt ein Hochhäuserkomplex. Und hier sind normale, kleinere. Komm, ich mache hier ein Assi-Viertel draus, komm. Oder... Zack. Oh. Das schmollen sie bestimmt. Ja, dachte ich auch. Ich überlege mir auch, weil die Auslastung... Wo waren denn die jetzt hier? Die ist ja jetzt hier nicht so gigantisch. Ist es leer? Ender. Den stecke ich mal wieder in der Hosentasche, den Bagger. Ja, sonst hier. Why? Mal, die sitzen rum und drehen Däumchen. Weil halt das nicht gut genug abgedeckt ist. Welche sitzen denn am meisten rum? Die sitzen hier rum und drehen Däumchen. Die nicht so. Da auch, da auch. Komm. Du ziehst jetzt um. Wir machen jetzt hier unten Assi-Viertel draus. Guten Tag. Oh. Ja. Sind so traurig. So. Hier hat sich bestimmt nichts getan. Wow. Ich habe einen Besucher. Oder? Das verstehe ich halt nicht so ganz. Ich meine, beim Öl hat es doch auch hingehauen. Hier habe ich gar keine Besucher. Warten das andere. Wie sieht es eigentlich mit der Rate hier aus? Okay. Haben wir doofe. Hm?
Hier haben wir ein paar Doofe. Können wir eigentlich hier so rein ditschen. Weil hier ist sowieso ein Assi-Viertel. Da kann man das doch hier mal abdecken. Die sind schon ganz traurig. Hier ist doch eine Straße, oder nicht? Ist die Straße zu dicht? Ja, dann baller ich die halt hier hin. Ach so. Na toll. Aber ist doch alles rot. Muss das nicht? So ein bisschen wenigstens. Was sagt jetzt der Müll? Wie läuft's eigentlich hier so? Ach so. Also, meinst du nicht, dass Bibliotheken auch ein bisschen Bildung machen? So ein Sniffelstick wenigstens? Hey, war hier nicht da. Ich sollte mal hoch zu meiner Ölindustrie gehen, die ist mir schon zu lange. Was ist denn hier schon wieder an? Weg damit! Die ist mir schon wieder zu lange ruhig. Die haben bestimmt keine Materialien mehr. Ja. Ich sag ja, und das ist halt das, was mich so ärgert. Das ist viel zu schnell ausgelutscht. Ja, zumindest wird nichts importiert. Das ist ja schon mal was.
ist überall das Gefälle zu steil. Kann ich ja auch verstehen. Aber trotzdem möchte ich sie hinhaben. Keine Chance war. Doch, hier. Ja, das ist auch mein Gedanke, der Landschaftstool. Aber da habe ich mir letztens ein derbes Loch in den Boden gerissen. Und der ist mir zu stark, der ist mir zu dolle. Und da habe ich jetzt Angst, wenn ich... Weißt du, ich finde ja auch keine Zurücktaste. Sprich, wenn ich einmal hier Scheiße gebaut habe in der Landschaft... Dann habe ich sie gebaut. Dann kann ich sie auch nicht zurückmachen. Und deswegen habe ich so große Angst, da irgendwie diesen Landschaftstool zu verwenden, weil ich alles kaputt mache. So, die haben keinen Strom. Die kriegen sie aber. Guck mal. Bitte schön. Guck mal, wenn ich das so mache, dann ist es auch wieder hübsch. So. Wie viel brauche ich denn noch? Bin ich hier wenigstens kurz vor der 4? Ja, immerhin. Ich fahre schönes Minus, geil. Das ist ja genauso wie bei meinen Zoos und Co. Da, ich verstehe es nicht. Wie nicht genügend Rohstoffe, da ist doch. Aber reicht dir das nicht? Ist dir das nicht schwarz genug oder was? Was habe ich denn hier in der Hand? Und warum? Wie? Jetzt. Wandelt Ruhe um? Oh. Jetzt, ich habe die völlig verwechselt. Die sollte gar nicht umziehen. Du kommst mal bitte wieder mit. Du bleibst mal schön hier. Weil da hinten wollte ich nur die hier, ich habe gar nicht hingeguckt, ich bin einfach davon ausgegangen, das ist so eine Pumpe. Hupsi. Deswegen hatte ich mich gerade gewundert, wie die hat keine Öl. Jetzt habe ich das Wort Öl. Ach Mensch. Ich sehe schon, ich brauche einen Psychologen, wenn ich das Spiel dann endlich mal kapiert habe. Zack. Hast du nicht vielleicht gleich noch Tipps und Tricks? Nicht über diesen wunderschönen Stau, weil den haben wir nicht gesehen. Guck mal, ich gehe mal aus dem Bild raus, dann sieht man den auch nicht. Und das hier sind parkende Autos. Das, ne? Weil die alle mit dem Bus fahren wollen.
um 3 Stunden zu warten. Ja, ich habe ja keine Besucher im Zoo. Warum nur? Meine Tiere verhungern, weil ich kein Geld habe, um ihnen Essen zu geben. War hier nicht auch eins oder habe ich das schon abgerissen? Aber hier läuft, oder? Ja. Da kommen die Krematorien nicht hier hoch? Nö. Dann brauche ich mich nicht wundern. So, bitteschön. Hier habe ich bestimmt auch keine Crematory. Doch. Dann kommen die wahrscheinlich nicht hinterher. Sieben von sieben. Dann pack mal einfach da eine hin. Quatsch. Ja. Hier so. Guten Tag. Ja, das denke ich mir auch mal, dass die nicht hinterherkommen. Würdest du den Wolf tippen? Ja. Ich kann dir auch gerne Pflaster per Post schicken, weil da sonst die Finger wehtun. Genau, hier ist mein Problemgebiet. Als hätte ich sonst keine Probleme. Guck mal, hier ist schön mit U-Bahn-Anbindung und hier ganz viele Ameisen, die hier reinstürmen. Und dann stürmen sie wieder raus. Ich finde das auch sehr lustig. Die rennen jetzt bestimmt zu dem Zebrastreifen hier runter, um dann da hochzurennen. Wisst ihr was, ich mache hier einfach mal einen Fußgänger-Way. Da. Dann kann ich mir sogar aussuchen, welchen. Und dann mache ich hier meine Brücke. Die armen Leute. Die sind bestimmt völlig fix und fertig, um die U-Bahn zu wechseln. Die sind bestimmt hier völlig mit ihrem Leben am Ende. Was nehme ich denn für eine? So eine stinknormale reicht doch eigentlich hier, ne? Einfach nur ein Pflasterweg. Ja, ich könnte auch hier eine Straße hinbauen, das ist richtig. Dann habe ich sowieso eine Kreuzung. Aber dann müssen die immer passieren. Und ich habe sowieso kein... Ach, ich bin ja auch im Vorspulen, kriege ich gerade mal mit. Deswegen haben die so eilig. Also gut, die haben es auch so eilig. Ah, der ist schon ganz schön dolle. Ja,
ich mach das einmal so rundherum. Wieso geht das hier nicht? Achso. Ich will das aber nicht da haben. So möchte ich das, genau. Muss man nicht verstehen, oder? Halt! Bild nach unten, Bild nach oben. Bild nach unten. Gefälle ist zu steil. Warum denn? Ich will das aber nicht so schräg haben. Die Anstiegshöhe? Ach, hier oder was? Ach, deswegen ist das so hoch. Ich habe mich schon gewundert, warum das hier anders ist als sonst. Mensch. Zack. Verdammt. Ist nicht so schlimm. Dann, mache ich das, glaube ich, hier noch ein Stück höher. War das jetzt das hier gewesen? So, und hier Bild nach oben. Bild nach oben. Reicht das? Halt. Ist immer noch zu niedrig. Nicht so schlimm. Ich tüftel einfach mal. Einfach mal tüfteln. So, zack. Bild nach oben. Bild nach oben und zack. Siehst du? Ha! Das müssen die natürlich erstmal noch checken, dass da was ist. Okay. Aber ich würde dir einfach vorschlagen, die Straßen... Ich hätte es auch einfach unterirdisch legen können. Ah, nicht so schlimm. Wo war ich denn jetzt? Straßentypen zu ersetzen? Warum will denn hier keiner die Brücke benutzen? Warum steigen die alle so? Warum benutzen die? Muss das echt ein normaler Parkweg sein? Finden die den jetzt kacke? Ja, ich will keine Zebrastreifen haben. Das blockiert den Verstau. Den Stau blockiert das. Oh, jetzt! Oh, wegen zwei Leuten hat sich's gelohnt. Toll. Mein Budget ist schon wieder im Eimer. Und noch mehr im Eimer? Alter, warum? Ich habe ein paar Häuser. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Fängt sie es wieder oder was? Oder? Ist schon wieder leer gelutscht, war, Alter.
Dann dauert es doch nicht lange, dann werden die hier auch gleich wieder McGonagall kein Öl. Ich verstehe auch nicht, warum diese Schwankungen so überkrass ist. Ich meine, mal bekomme ich 12.000, auf einmal klatsche ich ins Minus von 2.000? Warum? Ich quäle doch keine Leute. Ich doch nicht. Meinen Sie, dass es deswegen liegt? Aber es war doch vorher auch schon so. Manu, aber da muss doch auch Müll hin. Also hier, die kommen doch hier nicht hin, die Müllfahrzeuge. Die haben doch eine scheiß Abdeckung gehabt. Ich weiß, dass hier mega Smog ist. Und so. Die kommen da auch hin, bist du dir sicher? Achso, das dachte ich aber. Ja gut. Sieht aus wie kackt und hingeschissen. Ist aber schlimmer vorgestellt. Ein Dienstleistungsgebäude muss von der linken oberen Ecke in die rechts untere kommen. Achso, nee, habe ich nicht. Aber ich habe halt trotzdem gedacht gehabt, dass das, dass die halt nur eine gewisse Reichweite haben. Und dann war es das. Die Verschmutzung wird sich ja im Laufe der Zeit sicherlich von selber abbauen. Klar, hier ist Gewerbe. Was ist denn das Ding hier? Ach, die U-Bahn. Das habe ich gesucht. Nee, das habe ich auch nicht gesucht, oder?
Die Fahrzeuge sind Romantiker, die fahren für mich bis ans Ende der Welt. Oh. Gut. Dann machen wir mal hier noch eine Abrissparty. Der Buddha spielt Elder Scrolls. Ich weiß gar nicht, es wird nicht im Stream mit angezeigt, oder? Ich glaube, ich hatte das so eingestellt, dass es nur das Spiel aufnimmt und nicht, was hier sonst noch aufploppt. Ah, es war das Verkehrte. Es tut mir leid. Jahrelang glücklich gewesen, da zwischen diesen Straßen eingequetscht zu sein. Und mein Budget rutscht wieder ab. Hier ist ganz schön voll. Ich pack die mal ein. So. Ich überlege gerade, man könnte ja wirklich hier unterirdisch einfach nur straight geradeaus. Dieses hier umgehen. Wo wollen die denn alle hin? Hier 5 Trillionen Busse? Das staut sich wegen den Bussen. Das finde ich ja jetzt nicht so geil. Ich überlege gerade, so eine Straße hinzubauen und die Bushaltestelle dann hier hinzupacken. Oder ich baue direkt so eine Straße mit Bus.
Vorsprung. Aber dann habe ich keine Einbahnstraße mehr. Scheiße. Dann fahren die hier wieder, wie sie wollen. Jetzt drängeln sich schon die Busse alle auf eine Linie. Nee, ich glaube, ich mache wirklich so eine Straße lang. Dann können da die Busse von mir aus stehen, solange wie sie lustig sind. Ach so. Kriege ich das auch mit einer schönen Kurve hin? Bestimmt nicht, ich und Kurven. Oh doch. Dann könnte ich eigentlich die Abfahrt hier lang machen. Mal eiskalt noch so mache. Und wird nicht genutzt. Ich muss unbedingt erstmal die Bushaltestelle da weg. Was mache ich denn hier? Da muss ich hin. Le Bus. Da.
Kann man die nicht verschieben? Ha. Genau, jetzt cruisen die da alle weg. Dann müsste sich eigentlich hier der Stau auflösen. Hier packe ich mal eine fette Straße hin. Warum ist denn da eigentlich so was Dürres? Hier machen wir was Hübsches. Bitteschön. Elixier des Denkens. Bei mir bringt das nur Spadu. So, und dann, wenn sich das dann hier eingependelt hat jetzt, müsste es sich ja aufklären. Da etwa eine Haltestation. Hier so. Aber wenn ich da jetzt so eine Busdingens hinbaue. Kaffee, bitteres, braunes Wasser des Herzrasens. Ja, oder so. Ja, die hat aber keinen Pfeil. Oh, oh, oh. Ich ziehe einfach die Buslinie. Ach, da ist ja noch eine. Ach, warum macht er ja so einen Knick? Achso, weil es abbiegen will. Okay. So, dann müsste es hier eigentlich auch wieder. Ich weiß nicht, was siehst du? Ich sehe jede Menge Chaos. Meine Ölindustrie sagt immer noch nichts. Also ich pimmel hier die ganze Zeit schon rum und sehe da einen Haufen Busse. Gott. Ich brauche mehr U-Bahnen. Definitiv mehr U-Bahnen. Das mit den Bussen, das ist suboptimal. Wo ist denn hier meine... Da. Ist bestimmt schon wieder alles ausgelutscht. So, dieses Industrie hier mit dem Öl, das gefällt mir überhaupt nicht. Quatsch. Ich wollte mir den Bodenrichtwert angucken. Wo war denn das jetzt? Hier?
Genau. Nicht Bodenrichtwert. Ja, hier, Natur. Ist nämlich schon wieder ganz schön ausgelutscht. Aber warum geht's denn hier nicht voran? Ich bin aber kurz davor. Mir fehlt's an Arbeitern? Also hier nicht. Aber hier. Ich sehe das schon. Ich komme hier nicht zu meiner Stufe 4. Flatsch. Darf ich hier auch hinbauen? Ja. Ist aber schön. So. Was? Ich habe doch keine 5000 Linien. Du untertreibst. Ja, U-Bahn. Oder ich pack einfach weniger Linien dahin. Wo ist denn das jetzt schon wieder, dieses Viertel da? Und lösch einfach. Warten, dass mit den... Der untere Kreisel, habe ich mir gemerkt. Hier. Ich glaube, das ist ein und dieselbe Linie, nämlich. Wird eigentlich mein Übergang benutzt? Wo war denn der? Guck dir mal dieses Chaosnetz an. Wo waren denn jetzt hier? Die habe ich gesucht. Ja, wird genutzt. Ich wollte ja sowieso, aber ich weiß nicht, ob mein Geld dafür reicht. So eine U-Bahn, die hier so im Kreis fährt und eine, die hier im Kreis fährt und da im Kreis und überall so ein bisschen im Kreis und dann halt so kleine Umsteigepunkte einfach wie hier. Guten Tag, Cat for Gaming. Aber ich sage immer nur, ich will es machen, aber ich mache es immer nie. Also mache ich es jetzt. Rupp ich auch gleich die ganzen Busstationen mal weg und dann mache ich eine neue Ordnung. Aber da reicht mein Geld, glaube ich, nicht. Ich habe Angst, dass ich jetzt einen Fehler mache. Aber die brauche ich ja gar nicht wegreißen. Die kann ich ja auch einfach... Oh. Ich will die U-Bahn anfassen. Sollte vielleicht auch mal auf U-Bahn klicken. Nee, auch nicht. Da ist er. So, und dann... Ja, nicht so weit.
packe ich die hier hin. Oh Gott. Wo ist denn die nächste U-Bahn? Da. Du? So. Die. Die Schienen kann ich hier gleich mal abreißen. Die bringen mich eh nur durcheinander. Hier ist eine nächste U-Bahn. Entschuldigung. Ich muss euch mal kurz ausleihen. Ah, da ist schon eine Bahn. Egal. So. Hallo. Dann schnaps ich mir die hier. Halt, Bagger weg. Komm mal mit. Ach nee, guck mal, ich kann ja hier schon verbinden. Dann klatsche ich die mal. Hier ist schon eine. Hier steigen schon ganz viele Leute aus. Hier ist ja schon mal ein Kreisel. Ja, dann parke ich die jetzt mal kurz da. Ich will die U-Bahn anfassen. Das Equipment geht schief und du hast davor nicht gespeichert. Ja. Leben am Limit. Und dann heul ich. Hä? Und dann heul ich nämlich rum, falls es schief geht. Ich würde gerne hier schließen.
Es sieht nicht schön aus, aber Gleisen, mein Ladekabel, Gleisen kosten Geld und da möchte ich ein bisschen einsparen wollen, wenigstens. So. Sind die und die schon mal verbunden? Hier. Wo war denn jetzt die U-Bahn? Ach, das ist so weit auseinander, scheiße. Dann. Die Kurve ist. Meinen Sie, das funktioniert nicht? Aber warum wird es mir dann angezeigt? Gut, mache ich eine größere Kurve. Halt. Oh, habe ich gar nicht gesetzt. So. Ich hatte hier doch noch irgendwo eine geparkt. Wo ist denn die? Da. Die würde ich gerne hier hinsetzen wollen und verbinden. Jetzt in die andere Richtung. Oh, zu steil. So habe ich mir das gedacht. Das ist eine Problematik mit dem letzten Patch. Sie haben das U-Bahn-Modell geändert und diese benötigen mehr Platz. Kann ich ja irgendwo verstehen. Ich meine, so eine U-Bahn fährt halt selten so einen Knick. Aber ich dachte, hätte ja sein können, dass das so klappt, ne, wenn das so angezeigt wird. Aber die Grenzen des Tunnelbaus wurden nicht angepasst. So, da möchte ich hier gleich die U-Bahn mal wieder sehen, wo sie sind. Und damit es hier keine Schwulitäten gibt, den Übergang machen. Thank you.
So. Da. Hier mache ich jetzt gleich noch eine Linie rein. Was ist eigentlich das hier für eine? Ist auch eine U-Bahn. Okay, um die kümmere ich mich dann nachher. Also, ich... hier. Nicht durcheinander kommen. Achso, das ist ein Passagierzug. Und da. Und wieder zurück. Gut. Ich könnte ja auch einfach sagen, U-Bahn-Linien bitte einmal alle löschen. Dann bin ich auch hier ein bisschen weniger verwirrt. Scheiße. Was, ich lösche einfach alle. Scheiß drauf, wenn ich jetzt die mit erwische. Oh ne. Das könnte die hier sein. Nicht 71. 1. Das Chaos ist jetzt perfekt. Ja, habe ich gut hingekriegt. So. Dann habe ich jetzt hier eine U-Bahn-Linie. Dann ist hier eine U-Bahn-Linie, die würde ich auch schon mal... jetzt hier angesetzt. Hä, warum? Ach so. Ich habe nach einem Symbol gesucht. Bitteschön. So.
Nee, keine neue Linie. Wie kriege ich denn das weg? Nein! Alter, das riecht mich schon wieder auf. Ich will keinen Müll. So. Klappt doch. Und... ich möchte halt schon gerne, dass die Peebles auch kurze Laufwege haben. Dann kann ich ja hier den Tunnel wegreißen. Ich hier gar nicht wegreißen brauchen. Das kann auch verbunden bleiben. Hallo. Das müssen sie auch mal patchen. Wenn ich auf gerade mache, möchte ich auch gerade machen und keine Kurve. Wenn ich vorher auf Kurve war. So. Da ist eine U-Bahn. Ach, ja. Alles klar. Nee, nicht abreißen. Oh, mein Herz. Ich will das nicht abreißen. Mensch, geh doch mal weg. Ich bin ganz ruhig. Oder ich lasse sie da, oder? Ja, genau. Ich lasse die da. Und mache hier einen Kreisel hin. Ah, verdammt. Und so. Wenn du sagst, es geht nicht gut, mein Experiment, muss es sich doch für dich anfühlen, als würdest du zuschauen, wie jemand lachend in eine Kreissäge rennt, oder? Was? Ach, ich bin noch gar nicht fertig.
Also doch hierher. Und dahin. Und dahin. So. Oh Gottchen. Schreibt da, der Spruch ist zwar witzig, aber so brutal ist das nicht. Das ist eher wie, dass ich mir die Faust beiße und weine. Ja. Und warum die Faust? Weil die Tischkante schon abgefressen ist. Wo ist sie denn jetzt? Die U-Bahn. Ach, hier. Scheiße. Ach, ich habe die Verbesserung an. Mensch. Nee, nur so ein Sniffelstück, bitte. Echt jetzt? Ja, genau. Einfach mal den Strom kappen, ist auch eine coole Variante. So. Nicht, dass ich hier gleich ganze Viertel lahmlege. Wo ist denn jetzt die U-Bahn schon mit da? Ich bin völlig fixen alle. So. Aber wieso nicht? Ach hier. Ja, das hatte ich doch vor. Bild nach oben. Hallo? Raster? Bild nach oben. Wieso denn? Hatte ich das Ding jetzt gehabt? Ja, ne? Ne, das war noch mal eins nach oben, ne? Aber das Stück Straße möchte ich nicht abreißen. Ich wollte eigentlich nur so. Gut, dann könnte man ja hier. Diesen machen. So. Kreisel, Kreisel. Führt die ins Nichts? Oder stand da mal was? Moin, kann
Kante zockt. Hab ich doch richtig gelesen. Der aktuelle Stand ist, Kante, ich baue hier gerade mein U-Bahn-System neu. Und ich weiß nicht mal, wie man den Namen ausspricht. K4ZZ sagt, das geht schief. Und jetzt gucken mir alle zu, wie ich hier Scheiße baue, damit er dann sagen kann am Ende, ich hab's doch gesagt. Und weil das halt noch schlimm genug ist, ich habe vorher nicht gespeichert. So, das ist der aktuelle Stand. Moin, Saftmixer. Saftmixer? Wie kommt man denn auf den Namen? Das ist ja ungewöhnlich. Dann würde ich hier noch irgendwie eine hinklatschen. Aber wo ist denn die andere? Hier. Dann pappe ich hier noch eine hin. Hier noch so als Zwischenstation. Das wäre jetzt aber doof. Ah doch, ich könnte ja noch eine Etage tiefer bauen. Aber komme ich da nicht mit den anderen Schienen in die Quere? Wie die hier zum Beispiel? Ah ne, das ist ja meine U-Bahn. Ich meinte die hier. Die hier. Da, die da. Wo führten die eigentlich hin? Ach, halt zum nächsten Bahnhof. Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe erst 15 Uhr einen Termin. Vielleicht esse ich mal was zwischendurch. Aber ansonsten... Mann, ey, das gefällt mir so aber nicht. Aber ich will nicht, dass sie so ewig lange Laufwege haben. Vor allem nicht über eine Straße. Oh, hier ist eine Straße, also... Ich pack die hier hin, das ist ein und dieselbe Straße. Das ginge. Tschüssi, Saftmixer. Doch, ich mach das einfach, ich probiere das einfach mal. Oh. Ach, ich habe die falsche gebaut. Jetzt checke ich das gerade mal. Nee. Tschüss. Die hier. Hoppala. Geht bestimmt nicht gut. Achso, ich habe die Kurve an.
Okay, warte mal, ich möchte keine Kurve. War mir klar, dass ich hier in die Schwierigkeiten komme. Das konnte ich mir denken. Ich konnte es mir denken und hab's trotzdem... Alter, warum ist denn hier oben schon wieder eine? Ich will das aber nicht. U-Bahn. Ja. Ach, hier. Habe ich überhaupt nicht gecheckt. Ich muss dieses Gebäude preisen. Dann mache ich das mal so. Müsste ja eigentlich gehen. Wieso nicht? Weil das Gefälle zu steil ist. Klappt doch. Wo ist sie denn da? Ich habe eine Kurve drin. Mit Kurve geht's aber, oder was? Echt jetzt? Bitte? Kann man dazu lassen, ja, ne? War hier nicht eine Station? Ach, hier.
Also, wie rum jetzt? Ach, die waren noch gar nicht verbunden, oder was? Ich check's gerade nicht. Wieso hat's denn die 71 nicht geändert? Toll. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Zwei zu viel, aber welche? Welche? Wenn ich sie alle ausmache? Das würde jetzt heißen, diese gibt es nicht. Könntest du mal bitte aus sein? Danke. Diese ist die da. Okay. Und die ist die da. Okay. Und die ist die in der Mitte. Okay. Die hier. Hä? Da fehlt doch nicht zurück. Heißt das, bei der 1 fehlt dann auch noch eine zurück? Aber habe ich das nicht gemacht? Das ist die, die hat auch ihre Berechtigung. Das ist die andere. Genau. Und die hier ist die da. Jawohl. Dann haut das ja hin. Aber heißt die jetzt ordentlich und vernünftig? Einfach mal später.
So, dann ist die auch doppelt. Hier ist nichts doppelt. Und da. Jetzt sind sie alle doppelt, oder? Jawohl. Ich kann die Farben der Linien ändern. Ja. Nee, das habe ich genauso gekonnt ignoriert wie alles andere. Warum? Es wäre cool, wenn man die noch hin und her ziehen könnte. So, das ist die. Also gehören die zusammen. Würde ich die gerne als 2 benennen. Kann man auch zweimal eine 2 machen? Ja. Dann bekommt die hier aber eine andere Farbe. Genau. Und zwar blau. Gut. Okay. Nun, ah. So. Jetzt brauche ich nur noch die andere finden. Die, dann ist das jetzt die 3. Und das die 4. Mann, bis man hier durchsteigt, Junge. Die 5. Und dann bleiben nur noch die 2 übrig. Ja, es stimmt, es hat keiner gesagt, dass es am Anfang einfach ist. Das stimmt. So. Also habe ich jetzt 1, 2,
Kann die nicht da oben sein? Das nervt mich richtig. Es geht mir richtig auf den Zeiger, dass das jetzt nicht da oben ist und das Blau nicht bei Blau. Aber Stück für Stück lernt man die Dinge einfacher zu machen. Und vornherein gleich zu gestalten. Ich habe es ja versucht, vornherein gleich zu gestalten. Das ist es ja. Ich überlege, ob ich das jetzt als 1.1 mache. Und dann hier 1.2. Geht das? Ja, ne? Why? Das Spiel mobbt mich. Ich kann das bestimmt einwandfrei spielen, aber das macht dann immer so kleine Sachen und stänkert mit mir. Da, U-Bahnlinie 7 zum Beispiel. Ich habe mich gerade eben gewundert, so, hä, ich habe doch nur 4. Punkt 1. So. YMCA? Ich kenne das Lied, aber mir fehlt gerade der Bezug dazu. So, Bus. Möchte ich am liebsten gar nicht mehr haben. Alter. Es ist natürlich schon ein bisschen sinnig, finde ich. Oder? Wenn ich jetzt sage, bitte hier noch eine Buslinie hin. Plus, dass dann halt so diese Bereiche abgedeckt sind. Dass der Bus halt innerhalb, halt hier so seine kleine Tour hat und immer zur U-Bahn fährt. Und wenn sie halt größere Strecken fahren müssen, weiß ich nicht. Aber ich habe ja eigentlich schon mit der U-Bahn die Viertel in drinne. Ich lösche erstmal alle Buslinien. Ich blick da eh nicht durch. Damit das Chaos dann auch richtig perfekt ist. So. Was ist denn das? Ach, ein Busbahnhof.
Das Depot für Biotreibstoffbusse funktioniert wie ein normales Busdepot, nur dass es anstatt normaler Busse solche mit Biotreibstoff aussendet. Diese fahren deutlich geräuschärmer und reguläre Busse transportieren jedoch genauso viele Passagiere. Platziert Sie ein Depot, bevor Sie eine Linie erstellen. Das habe ich. Und was ist hier? Der Busbahnhof ist ein Knotenpunkt für den Busverkehr. Hier starten oder beenden Busse bzw. Reisebusse ihre Knoten. Nee. Fein, das Ding ist lauter, teurer und kostet mehr. Verbraucht aber weniger Strom und weniger Wasser. Nee, Wasser gleich. Nee, doch weniger Wasser. Und es riecht nach Pommes, wenn du hinterher fährst. Ja, ich glaube, also ich möchte auf jeden Fall sagen, hier. Weil das eine Einbahnstraße ist, nehme ich an. Also dann legt er ja auch schon einen ganz schön krassen Weg zurück, war. Oh, habe ich jetzt eine Route gelegt? Ich bin aus Versehen auf meine Taste gekommen. Nee. Oh. Wo war denn hier das Expo-Center jetzt? Wo war das hier? Ach, hier. Und wo bin ich jetzt hier mit meinem... Achso, das müsste nach oben. Ja, aber ich könnte wetten, dann rennen die ganzen Peoples von hier nach hier rüber. Nee, die lösche ich. Aber ist doch eigentlich sinnfrei, die U-Bahn-Station miteinander zu verbinden, weil die ja schon miteinander hier verbunden sind. Dann kann ich doch lieber den Bus innerhalb hier zirkeln lassen und die dann einfach zum... Ich weiß nicht. Hier gibt es keine Brücke. Da ist die Brücke, okay.
Na komm schon. Jetzt. Verdammt, der muss von unten ran. Pass auf, dann fährt er halt so. Dann hier nochmal lang. Und dann... Die Straße kriegt nichts ab. Das sind die Angearschten. Quatsch. So. Gut, dann kurft er noch mal so total. Das ist eigentlich total scheiße. Mir ist gerade eingefallen, ich müsste den Tower eigentlich auch noch mit verbinden. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Zumindest spontan nicht. Wie spät haben wir es denn? Gleich 13 Uhr. Nee, bitte ja nicht durch den Kreisel. Er fährt trotzdem durch den Kreisel. Scheiße, dann nur bis hierhin, bitte. Und dann hier rüber.
darf der da nicht lang? Scheinbar nicht. Aber warum nicht? Habe ich das als Einbahnstraße gemacht? Na, da habe ich mich doch bestimmt verklickt. Ich sehe es jetzt schon, ich gebe mir die wahnsinnige Mühe und dann fährt das Ding voll gegen die Wand. Haben Sie Pech? Das lasse ich so. Hier würde ich jetzt gerne noch einen Bus rundherum im Kreis fahren lassen. Auf jeden Fall vom Bahnhof aus. Ach komm. Wir sind ja alle in Einbahnstraßen. Was ist denn das für eine Kacke? Nicht schön, aber selten. So. Dann lasse ich es jetzt einfach mal laufen. Oh Gott, ich habe Angst, auf Play zu drücken. Ah! Wenn es ganz krass läuft, ich habe ja, da ich nicht gespeichert habe, würde ich einfach meinen gesamten Spielstand damit vernichten und dann nochmal
anfangen, wo ich heute Morgen war. Wenn es ganz krass kommt. Und dann je nachdem, ich lasse das sich jetzt erstmal einpendeln. Und dann mal gucken, wie viel Bahnen ich brauche und so weiter und so fort. Drüben war doch eins, oder? Genau. Ja, nur weil ich jetzt gerade Plus fahre, muss das noch lange nichts heißen. Alter. Alter. Klar, die Busse, die fahren jetzt erstmal los und tun und machen. Da fehlt Wasser. Bitteschön. Es werden mehr Wohngebiete benötigt. Ich mache die ganze Reihe gleich mal. Und Gewerbe war nicht hier. Wo habe ich denn hier Gewerbe gemacht? Hier. Ach, hier ist der Tower. Ich könnte auch hier noch ein paar Straßen weiter verlegen, wenn Bedarf besteht. Boah. Das nenne ich mal reges Treiben. Sind wenigstens gleich schon mal genug eingestellt. Es wird ja auch mal Zeit, also echt. So, dann noch eine Stufe, die trauert, die dauert dann bestimmt auch wieder 25.000 Millionen Jahre. Altölraffinerie, großer Bohrturm, Ölindustrie, Instandhaltungsgebäude, großes Rohöltanklager und eine Erdölraffinerie. So. Es ist eine Buslinie.
Aber warum? Ach Quatsch. Das war jetzt die Eins, ne? Dieses Viertel. Und diese vielen Leute waren jetzt hier. Weil die alle zur U-Bahn wollen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Glaube ich aber nicht so richtig. Ich würde sagen, da kümmere ich mich ein andermal drum. Wo denn? Hier. Und mega leer gelutscht. Nein. Quatsch, warte mal. Große Bohrtürme. Habe ich noch nicht. Hier war nichts mehr.
So, und das ist jetzt eine große Ölpumpe. Hier auch und hier auch. Nicht im Industriegebiet. Oh. Oh. Also nochmal. So. Das ist jetzt hier nur auf Funktionalität. Die hatte ich noch nicht, ne? Aber hier 30.000 plus. Wenn es mal nur so stimmt. So. So. Brauche ich nicht. Hatte ich hier nicht gerade wahnsinnig viel vorgelesen? Werde ich aber nicht bauen. Brauche ich Arbeiter? Naja, ich lasse es mal laufen. Judy, und ich werde jetzt mal hier aufhören. Ich habe Hunger, Durst und ich muss Pipi machen. Und dann, wie gesagt, 15 Uhr heißt es Garnelen holen. Freue ich mich. Dann werde ich noch einen Blick in mein anderes Aquarium werfen und dann mal schauen und hoffen, dass ich nichts sehe. Ich hoffe so sehr, dass ich keine Schnecken finde. Ich will keine Schnecken. Nicht diese. So, ah ne, hier ist noch ein bisschen vor allen Dingen. Gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.